Klettern liegt voll im Trend. Tirol bietet für die rasch wachsende Fangemeinde des Klettersports die idealen Voraussetzungen, sowohl was die Events als auch was die Sportmöglichkeiten anbelangt. Kein Wunder, dass immer mehr Gäste und Einheimische ganz hoch hinaus wollen. So tauschte auch der nordische Kombinierer Christoph Bieler seine Langlauf- und Sprungski gegen Kletterschuhe und Seil. Unter der Anleitung von Profikletterer Jakob Schubert bezwang der Olympiasieger die Engelswand in Tumpen im Tiroler Ötztal. Mit ein Grund, warum das Klettern immer mehr Fans findet, ist die unglaubliche Vielfalt dieses Sportes. Neben zahlreichen Boulderhallen im ganzen Land lockt Tirol vor allem mit unzähligen Routen in allen Schwierigkeitsgraden in der Natur. Da fällt es auch Kletterweltmeister Jakob Schubert schwer, sich für eine Lieblingsroute zu entscheiden. Ja, also wir sind in Tirol, glaube ich, mit ziemlich lässige Felsen ausgestattet. Also gibt es ganz viele Orte, wo man extrem gut klettern kann. Ich habe gerade heute am Marsch wieder gesehen, ist ein ganz cooler Ort. Ich bin eben sehr gerne in die Täler, so wie im Ötztal oder im Zillertal unterwegs. Da gibt es ziemlich viele Routen, die was mir reizen, und auch Felsklettergebiete. Ob Profi oder Anfänger, Tirols Berge rufen und warten nur darauf, kletternd erobert zu werden. Also ich bedanke mich mal herzlich bei dir, dass du mich da heute heil rauf und wieder runtergebracht hast. Super Erlebnis, habe ich mich halbwegs wacker geschlagen, wenigstens auf der Wand. Aber bitte sei ehrlich. Das war echt eine gute Leistung, glaube ich. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine zu schwere Tour ausgesucht. Ich habe schon gedacht, boah, das ist technisch anspruchsvoll, aber dass du da aufgekämpft hast, war ziemlich cool. Die gemeinsame Klettertour haben auch Jakob Schubert und Christoph Bieler zusammengeschweißt. Und da Tirol schließlich auch im Winter jede Menge sportliche Herausforderungen zu bieten hat, haben die beiden Top-Athleten bereits eine Revanche vereinbart. Ja, Langlaufen war jetzt erst dreimal, muss ich sagen, aber es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und bin gespannt, wie ich da rausschauen werde.